Im ersten Tutorial dieser Serie haben wir gesehen, dass die Radioaktivität zu dieser Differentialgleichung führt. N, das ist eine Funktion der Zeit und diese Funktion bezeichnet die Anzahl der noch nicht zerfallenen Atomkerne nach der Zeit T. Lambda ist ein Parameter, der von der radioaktiven Substanz abhängt. Jetzt werden wir diese Differentialgleichung lösen und wir erkennen hier, dass man alles in N auf eine Seite des Ist-Zeichens setzen kann und alles in T auf die andere Seite. So. Also ist diese Differentialgleichung mit trennbaren Variablen. Jetzt rechnen wir die Stammfunktion an beiden Seiten so und diese zwei Stammfunktionen sind gleich einer additiven Konstante nach. Konstante, die ich hier C1 genannt habe. Stammfunktion von 1 auf n dn, das ist ln vom Betrag von n. Und Stammfunktion von minus lambda dt, das ist minus lambda mal t. So. Jetzt nehmen wir an beiden Seiten e hoch. Also e hoch ln vom Betrag von n, das ist der Betrag von n. Aber da n ja eine positive Zahl ist, macht das n und rechts haben wir dann e hoch minus lambda t plus c1, also so. Und diese Potenz können wir auch schreiben e hoch minus lambda t mal e hoch c1, so. Und diese streng positive Konstante e hoch c1, die nenne ich jetzt c. Und somit haben wir die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung gefunden. Wenn wir die Anzahl Kerne am Anfang n0 nennen, also wenn n im Moment t gleich 0 n0 ist, dann erhalten wir hier, dass diese Zahl n0, also n von 0, gleich sein muss zu c mal e hoch minus lambda mal 0. Also so. Und e hoch 0, das macht 1. Also ist dieses Produkt gleich diese Konstante C. Und somit haben wir durch diese Initialbedingung herausgefunden, dass diese Konstante C in der allgemeinen Lösung der Differentialgleichung nichts anderes als diese Zahl N0 ist. Und somit finden wir die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung unter dieser Anfangsbedingung.